Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal Das Reiter. Wir sind in Folge Nummer 18 von Simotrans mit dem Comic-Pack. Wir hatten letztes Mal hier noch, dass der Zug hier weitergefahren ist. Ja, der untere müsste jetzt ja irgendwann mal erscheinen, oder? Oder ist sogar schon vorbei hier, der fährt schon hier lang, wa? Okay, der hat keine Passagiere, weil das Ziel wahrscheinlich dann Köln ist. Okay, passt aber erstmal auch, obwohl da, ja, naja, das war jetzt nicht so ganz so gut. Aber wir könnten dem ja auch sagen, er möchte jetzt erst nochmal schnell nach Dingens fahren, ne? Obwohl, bringt das das? Doch, er könnte jetzt definitiv noch erst nach Neubrandenburg fahren, dann nach Gütersloh. Ne, das wäre das andere Neubrandenburg hier. Okay, fight. Jetzt fährt er erst nach da oben und nimmt dann nochmal welche mit. Dann ist das auch besser aufgeteilt wahrscheinlich, oder? Ich hoffe nicht, dass der nächste hier schon irgendwo ist. Nee, ist es nicht. Dann passt das nämlich. Dann kommt das nämlich hin, wenn der nochmal da ist. Dann ist die Aufteilung besser der Züge. Dann kommen die nicht nacheinander rein, ne? So, er hat hier ja die 23 drinne, die er ablädt. Und ich sag mal, wir gucken uns das gleich weiter an. Na, da steigen einige ein. Das wird schon werden. Auch der ist sogar voll. Krass. Gut, dann würde ich sagen, nach dem Intro gucken wir weiter uns diese Züge an, ne? Dann würde ich sagen, bis gleich. So, und wie viele stehen hier jetzt noch? Jena, Lüneburg. Oh, einer ist stehen geblieben, der nach Lüneburg wollte. Die anderen beiden sind in die andere Richtung. Das ist alles okay dann. Während hier der Zug dann wahrscheinlich... Wo ist? Da hinten? Ist da nur einer drauf auf der Strecke? Da ist keiner. Da ist einer. Und da ist tatsächlich keiner. Denn den befährt nur einer. Wie viele stehen denn hier nach Lüneburg? Königsbrunn. Jena, das sind 24. Okay, und wir bestehen jetzt hier keine natürlich, ne? Ja, das ist ja gerade abgeholt. Ah, dann müssen wir mal gerade gucken, wie es noch hier unten in Königsbrunn ist, in die andere Richtung. Okay, 15 dann. Ja, vielleicht reicht doch der eine Zug hier. Es war jetzt da oben schon viel am Warten, aber das liegt auch daran, dass wir zugeliefert haben mit den anderen Zügen. Da müssen wir im Auge behalten, ne? Gut. Hier oben kommt der jetzt an, den ich gerade weggeschickt habe, oder? Ja, das war der Lehrer. So, der kriegt jetzt erstmal noch was für Köln. Zähne. Okay, dann hat er ein bisschen was zu tun, dann passt das schon. Und hier stehen die anderen Richtung Lüneburg und Gütersloh. Sind 45 insgesamt. Das holt der dann da gleich ab, der jetzt hier ist, ne? Der mit den 62, okay. Da steigen aber auch einige aus. 15, okay. Ja, 15 steigen aus und 45 steigen ein. Na, warte mal, hier sind noch 6. Ah, nee, nur die 15 sind's. Ja, dann bleiben da 30 stehen. Dann ist es gut, dass der dann nachher kommt und die alle mitnimmt, ne? Hier kommt jetzt einer hochgefahren. 54. Okay, und hier sind es 107 stehen da mittlerweile. Okay, aber da wollen auch welche im Nachbar zwischen an da unten. Und über zwei Brücken geht auch was hier lang. Okay, das passt erstmal. Okay, gut. Ist der voll? Nee, ne? Ne, 24, das ist alles easy going. Und der andere hier, der hier lang fährt, der steht jetzt gerade, ach so, der hat ja tatsächlich Wartezeit bis voll, ne? 24 Passagiere geladen. Wie sieht denn der Fahrplan da aus? 50% oder sowas? Mit der Beladung 60%. Okay, dann wird der etwas warten müssen noch. Ist jetzt nicht so prickelnd da, ne? Habe ich da oben jetzt? Ne, das passte schon alles. Ich habe ja nur umgeswitcht. Okay, dann steht er da halt ein bisschen noch. Hier, der fährt jetzt gerade hier rein nach Zweibrückenburg. Damit lädt er Dreier ab und fährt dann weiter über Waldhafen und hat da 9 für. Wie viele stehen hier? Niemand. Das ist schlecht. Und hier stehen hier welche? Ne, mit dem Schiff sind keine rübergekommen. Und wahrscheinlich ist auch niemand drinne. Und hier ist auch niemand drin, das ist auch schlecht. Und hier steht noch ein Schiff drin, ne, ne, sind alle raus, oder? Ne, hier oben müsste ich gucken, kein Fahrzeug im Depot, haben wir doch alle losgeschickt. Weil das war ja letzte Folge auch noch dran, ne? So, hier stehen jetzt natürlich welche von nach Bayreuth und über zwei Brücken stehen aber auch welche. Das heißt, dieses Schiff, jetzt was hier gleich kommen wird, kriegt dann auch Fahrgäste, ne? Und
Die Kutschen nach Bayreuth sind dann auch voll. Warte mal, wie viele Kutschen kommen denn hier? Fahren schon alle, ne, oder? Das ist voll, ne? Ja. Kriege ich da schon die erste? Nein, das ist hier oben wahrscheinlich die erste. Dann müsste ich noch die zweite kriegen. Hier, 6 ist drin. Und am Bahnhof stehen 29. Das heißt, 14 noch nach Bayreuth. Das heißt, wir haben hier zu wenig Kutschen. Das heißt, Kutschen sind jetzt nicht mehr gefragt. Wir müssten für die Fernreisen dann die Kutschen tatsächlich ändern. Und ja, die Zuglinie muss hier fahren. Ne? Ich glaube, dann machen wir den Zug länger. Das macht Sinn. Wir werden den Zug aber wahrscheinlich bis zum Hafen ziehen, oder? Schauen wir mal. Gleise fangen wir hier an und fahren erstmal damit weiter hier runter. Bis dahin müssen wir auf jeden Fall. Der fährt dann ein bisschen weg da. Das ist aber nicht schlimm. Hier müssen wir sowieso vorbei. Das machen wir mal so. Und die Kirche wird ja bald abgedeckt, wenn ich hier einen Zug hinbaue, ne? Könnt den Zug jetzt hier, ich glaube, ich mache das mal so. Und dann ist dieses hier sowieso über, ne? Weil wenn wir da jetzt einen Bahnhof hinsetzen, der deckt das gleich sowieso ab, oder? Eins, nicht ganz, erstmal zwei. Ja, dann lassen wir den mit zwei erstmal und später, wenn der Vierer hat, ist das schon abgedeckt und dann passt das schon. Oder machen wir gleich 4 rein. Da holen wir natürlich die Leute sofort von der orthodoxen Kirche mit ab, ne? Können uns diese Kutschverbindung sparen. Ne, ich lasse es erstmal so, soll erstmal so gehen. Und dann müssen wir in den Fahrplan rein für die Linie Bayreuth. Bayreuth Willig fährt auch Minus ein. Fahrplan ändern. Bayreuth nach Willig, von Willig dann nach Bayreuth. Und von Bayreuth dann nach Bayreuth-Waldhafen. Und von Bayreuth-Waldhafen fährt er wieder zum Rathaus. Dann ist die Linie schon mal richtig abgeändert. Das passt. Und dann müssen wir jetzt in diese Kutschlinie rein. Ja, die sollten jetzt dann demnächst nur noch zur Kirche fahren. Wir sind denn auf der Linie drauf? Ne, Fahrzeugliste 3, okay. Da sind auf jeden Fall zu viele dann drin. Das müssen wir abändern. Das ist hier der Fahrplan. Das heißt, Bayreuth Rathaus wird dann rausfliegen. Zur orthodoxen Kirche, dann zum Hafen, dann zur Kirche. Das heißt, den schmeißen wir schon. Schmeißen wir alles weg. Ich hoffe, die fahren da noch hin. Ich weiß es aber nicht. Bayreuth, Waldhafen, Bayreuth, orthodoxe Kirche. Das ist jetzt richtig. Die drehen tatsächlich sofort um. Dann setzen sie die wahrscheinlich ab und die fahren dann mit dem Zug. Das wird schon passend sein. So, er hat tatsächlich 15 drin. Das passt. Das heißt, da wird auch mal Geld generiert. Da sind auch 9 drin. Sehr gut. Der war jetzt der 15er, ne, oder? Ja. Dann fahren die auch Gewinn auf Dauer ein und dann geht das. Dann kriegen wir das hier auch unterhalten, ne? Gut, dann stehen da ja welche. Hier stehen jetzt noch die 14 Passagiere, die nach Bayreuth Rathaus wollen. Da wird demnächst der Zug für anfahren. Und dann passt das schon, ne? Müssen wir nur auf Dauer gucken, dass der hier das alles hinkriegt, wie wir das uns so vorstellen, ne? 19 Fahrgäste, davon sind 3 über Bayreuth, 4 über Bayreuth. Das ist nicht viel, aber vielleicht wird es ja jetzt auch besser mit dem Zuglinie, die da durchgeht. Ne? Während hier natürlich dann auch eine Anbindung vielleicht mit Zug wäre, sinnig wäre. Wo stehen denn hier noch? Oh, 24, alle wollen nach Bünde. Das heißt, ja, es ist definitiv Fakt, dass das hier passieren muss. Wir stehen hier 33, 15 nach Bünde. Das heißt, hier muss definitiv jetzt auch ein Zug daher kommen. Der hier lang fährt. Hier ist der Zug natürlich schwierig hinzubasteln, ne? Ich glaube, da müssen wir erst
Straße anders bauen hier. Machen wir mal so. So. Reißen dann dieses Stück da weg. Dann kann der Zug hier vorbeifahren. Ja, das ist schon mal okay so. Gehen wir hier hin und machen die Rampe. Nein, machen wir nicht. Wir senken einfach diese Kuhle hier ab. Und dann kommt die Linie da vorbei. Mit der Bahn, ne? Das machen wir auf jeden Fall so. Und dann müssen wir gucken, wie wir da weiter hinkommen. Sieht natürlich da jetzt gerade schrecklich aus, sehe ich schon, ne? Anbindung an den Zug hier ist schon schlecht. Ja, machen wir dahin. Dann haben wir das erledigt. Setzen hier noch einen Bahnsteig hin. Das ist dann auch passend. Und wir müssen nach da hinten auch noch mal hin. Fahren dann hier hoch. Und von da binden wir nach da direkt an. Das sieht gut aus, oder? Bahnhof dahin. Und dann müssen wir definitiv ja gucken, dass wir hier irgendwo Ausweichen haben. Weil ein Zug reicht dann hier nicht mehr, denke ich mal, ne? Da auf jeden Fall. Da darf keiner wartend stehen, sondern der muss hier wartend stehen. Machen wir hier so, ne? Das passt dann erstmal. Ich glaube, wir machen hier noch einen Halt raus. Ich habe keine Ahnung, wo das nachher sein wird. Da machen wir noch einen Halt hin, damit die ausweichen können. Hier ziehen wir einfach einen weiter raus. Dann ist das auch erstmal gut. Und hier müssen wir das auch nochmal machen. So haben wir das. Jetzt brauchen wir ganz viele Signale dafür noch. Ja, da nicht hin, dahin. Ich glaube, das passt schon. Das passt auch. Das passt. Das passt. Das passt. Vielleicht müssen wir dazwischen noch mal irgendwann einsetzen, aber lassen wir erstmal so laufen. Und hier war auch noch ein Halt. So, das bedeutet, das funktioniert erstmal soweit so gut. Das können wir schließen, das auch. Jetzt müssen wir nur einen Zug noch bauen. Bauen ist gut, ne? Fahren lassen. Die Lok ist die. Ah, ist doof mit dem Fenster, wenn er so klein ist, sieht man gar nicht, was man da macht. So, und der kommt auf Linie Bayreuth-Willig. Ja, das ist jetzt nicht mehr Bayreuth-Willig im Prinzip, aber lass den mal starten. Und die Linie müssen wir mal umbenennen, ne? Wartet auf freie Strecke. Das ist schlecht. Der ist doch erst da. Hier ist doch ein Signal, ne? Ja, das verstehe ich jetzt nicht. Muss man ja auch nicht verstehen, ne? Wahrscheinlich Bayreuth-Willig Bünde. Ich glaube, Esslingen war das letzte, ne? Machen wir mal so, oder?
fährt der da nicht raus, weil der andere da so lange steht. Das gut ist, weiß ich jetzt nicht. Jetzt müssen wir gerade noch gucken, ob das so richtig ist. Willig hatten wir, Bünde hatten wir, Bünde passt schon und Esslingen war das? Ne, Ettlingen, ha. War Ettlingen und nicht Esslingen. So passt's jetzt. Gut. Da fahren jetzt zwei Züge drauf, das muss erstmal reichen, dann müssen wir gucken, wie sich das entwickelt, oder? Jetzt wartet der auf den Zug, der da so lange braucht. Lass mal gerade schneller laufen. Oh, jetzt bis da zum Signal und jetzt fährt der andere los. Das ist der Hammer, oder? Ah, okay, der fährt jetzt auf jeden Fall in die Richtung. Aber ich habe, glaube ich, die anderen Bahnhöfe noch gar nicht damit reingemacht. Das müssen wir auch noch machen, ne? Fahrplan. So, Bayreuth Rathaus. Nach Willig Rathaus. Nach Bayreuth Rathaus. Und wir kommen von da unten, fahren dann dahin, dahin. Das heißt, wir müssten hier. Willig Rathaus muss dann hinzugefügt werden. Der ist dann da und soll dann da weiterfahren nach dort. Das dann einfügen, ne? Ich hoffe, er fügt jetzt das dahinter ein. Nein, natürlich nicht. Das ist davor eingefügt. Er muss es dahinter einfügen. Ja, leider funktioniert das hier nicht so toll mit dem Anklicken. Ne? Ich habe immer noch nicht diesen Fehler rausgefunden, der das ist. So, Willig. Einfügen stehen wir. Nach Willig kommt Bayreuth. Dann kommt Ettlingen. Nach Ettlingen kommt wieder hier Bayreuth bzw. Bünde. Nach Bünde kommt Willig. Und nach Willig kommt Bayreuth Rathaus und Dingens. Dann haben wir die Runde fertig. Jetzt passt das, glaube ich. Und dann müssen wir dran denken, die Kutschen nachher runterzunehmen. Will ich jetzt aber noch nicht sofort machen, weil ich glaube, das ist ein bisschen früh. Ja, nach Willig fahren da schon die ersten nämlich mit. Weil ich weiß nicht, ob hier nachher die einsteigen, die nach Bünde zum Beispiel wollen mit dem Zug fahren. Das ist die Frage, weil hier die Kutschen auch noch verkehren. Können wir natürlich alle runterschmeißen, ne? Die sind alle voll. Fahren da noch mehr oder waren das nur die? Ne, da sind noch mehr. Die sind auch alle voll. Naja. Ja. Ausmustern. Ich würde jetzt nicht alle machen wollen, tatsächlich. Schwierig, ne? Ja, müssen wir in der nächsten Folge gucken. Ja, wir werden sie alle ausmustern. Es muss einfach definitiv mit dem Dingens da sein, ne? Sag schon, die müssen alle mit dem Zug fahren. Das lohnt sich sonst nicht. Die Kutschen brauchen auch viel zu lange. Das ist der Bahnhof. Da brauchen wir nichts ausmustern. Wenn die voll sind, mustern wir die aus oder so, ne? Wenn die leer sind, nicht voll sind. Das ist der Bahnhof jetzt in Willig. Das ist der Zug, der da 9er hat. Der jetzt wo schon ist. Okay, der ist schon fast da. Naja, fast ist gut, ne? Machen wir gerade schneller. Müssen wir da mal gerade reingucken, wer da jetzt wo mit hinfährt. So, um 24 Personen. Das ist alles richtig, dass die Kutschen nicht mehr weiterfahren, denke ich. Weil er hat jetzt hier definitiv schon 30 Passagiere für Ettlingen und für Bünde drin. Das ist schon gut. Und hier sind's bei Reut wirklich. Ettlingen hat er auch. Und der ist ja jetzt hier ganz am anderen Ende der Karte sozusagen gestartet. Und die fahren da alle rum und das passt schon. Und da sind 60 da drin. Ja, es wird sich wahrscheinlich in der nächsten Folge schon ausgehen, dass wir hier noch einen Zug mehr reinsetzen müssen. Das ist schon mal alles gut, denke ich mal. Dieses 27 Bayreuth, okay, das ist die andere Richtung. Ja, sieht schon so aus, als ob sich das demnächst ändern muss, ne? Wer weiß, wie wir hier schon stehen jetzt. 55 Bayreuth warten über Bayreuth, will ich Bayreuth, alles in die eine Richtung. Leider nicht nach Ettlingen, weil da ist Endstation. Und hier werden 63 Passagiere über Bayreuth, Bünde, will ich Bayreuth, alles in eine Richtung. Kann ja auch nicht in die anderen, sind 63. Das heißt, wir müssen hier
Definitiv, den machen wir jetzt noch ausmustern und die restlichen müssen wir dann auch noch ausmustern auf diesem Teilstück und von Bünde nach Willig müssen die Kutschen auch noch runter. Machen wir alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.